Ciao von der wunderschönen sonnigen Insel Sardinien. Wir sind hier bei der Rally d'Italia in der Welt von Drifts und Jump, von spritzendem Schotter und Staubwolken. Und ich verspreche euch, es wird spektakulär, denn im Vergleich zu Rundstreckenrennen gibt es hier keine feste Strecke, sondern es werden einzelne Abschnitte gefahren und immer wieder zwischendrin kehren die Autos auch zurück zum Servicepark, ihrem Basislager sozusagen. Allerdings sind das nicht die einzigen Unterschiede, die es im Vergleich zu Rundstreckenrennen gibt. Da gibt es noch ein paar mehr und unser ZF Race Reporter Lukas, der wird sich heute auch mit einem befassen. Was genau ist denn deine Frage heute? Ja, genau. Meine Frage geht an den Co-Piloten. Bei einer Rallye sitzen ja im Vergleich zur Tourenwagen oder Formel 1 zwei Personen im Auto. Und ich möchte wissen, was die Aufgabe des Co-Piloten ist. Dann würde ich sagen, mach dich auf den Weg. Viel Spaß! Rally ist eine sehr besondere Motorsportart, denn hier sitzen zwei Personen im Auto. Was sind denn deine Aufgaben als Co-Pilot? Verglichen mit Rundstreckenrennen sind wir bei der Rallye natürlich zu zweit. Meine Aufgabe ist es, dem Fahrer links und rechts zu sagen und das auch zur richtigen Zeit. Den richtigen Weg vom Servicepark zur Stage zu finden, danach den richtigen Weg zu finden und auch zu versuchen, zur richtigen Zeit dort zu sein. An der Stage bekomme ich dann das, was wir Pace Notes nennen. Das ist im Grunde eine sehr detaillierte Wegbeschreibung für die Etappe. Wie wichtig ist es, dass du und der Fahrer ein gutes Team seid? Das habe ich gestern schon auf eine Frage geantwortet. Es ist wie eine Beziehung. Wenn die Beziehung, die Chemie zwischen Fahrer und Beifahrer nicht stimmt, funktioniert es nicht. Natürlich muss man sich verstehen. Man muss gut miteinander auskommen, sich mögen. Es ist ein bisschen wie verheiratet sein. Du machst alles zusammen, nur das Schlafzimmer teilt man sich nicht. Könntest du dir auch vorstellen, einmal mit dem Fahrer zu tauschen? Das haben Andreas und ich auf Zypern 2012 tatsächlich einmal gemacht, nachdem er den IRC-Titel schon vorzeitig gewonnen hatte. Er sagte zu mir, Ola, du machst die letzte Stage. Und ja, da habe ich mitgemacht. Die Stage war 16 Kilometer lang. Bei der Zieleinfahrt war ich so glücklich, denn ich habe zu mir gesagt, nie wieder, ich bleibe lieber bei meinen Sätteln. Hallo Andreas, ich habe deinem Co-Piloten gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit dir die Plätze zu tauschen. Er ist eigentlich ein guter Fahrer. Normalerweise und auch heute Morgen ist er zu den Stages gefahren, weil es ein sehr langer Streckenabschnitt ist. Da wechseln wir uns immer ab. Aber die Stages mache immer ich.